Also das ist ein Kinobesuch, wie es einmal so vor 50 Jahren war ungefähr. Ein Kinobesuch. Der Schwede hat ein Pferd, wo ins Kino geht, also geht er mit dem Decken ins Feld abholen. Wurscht sie mit der Kernsaft, den Schwitz oben von der Arbeit. Wenn er ankommt, sucht er frische Socken aus, ein Hemd frisch gebügelt. Sie sehen, was ist erschwitzt, das Wasser nicht. Die Hosen, was anzieht, wird frisch aufnutzen mit dem Flügel heißen und dann sticken, lassen wir ihn an, damit der Bug besser schurf ist. Die Schuhe werden mit der Schurfpaste und Spuckeputz bis ganz und dass er frei ist. So werden Krawatten in der Hätte erstrafte. Die Sackel rot auspustete Schultern, da schaut aus wie der Herkules von Simbarit. Natürlich hat er sie rasiert und die Ballon ins Gesicht kriegen, und in die Haare bringt er die einrasiert und der Schuh kann durch die Haare. Jetzt steht er hier bei der Marie, außer als die Theorie, ohne die Stirn, da bist du die Hausmeisterin. Wenn wir Adalbert, was haben Sie denn vor, sagt sie. Na, wie immer, am Samstag ins Kino und oder vielleicht am Schwung in die Tanzschule. Da wird sich einer viel Vergnügen, vielleicht finden sie ja recht mal, weil ja schon Zeit verhindert, sind ja auch nicht mehr die Jüngste. Hm. Also ohne Hauslachen geht es eigentlich ganz gut, grenzt Adalbert. Hoffentlich finden sie ans Haar kommen mit ihnen Hausmeister, den Schlüssel hoch, die Hausmeisterin. Ansonsten kann es mir nicht ausarbeiten und ich kann mit einem Schwerter streiten. Na ja, trotzdem für den Film. Ja, was schauen Sie denn überhaupt für einen Film an? Schon wieder so ein Schimpfhund-Film mit 100 Toten? Das war nicht mehr voll. Nein, jetzt stimmt es einen alten Römer-Schimpfen. Da muss wie Römer mit den Germanen raffen dann. So was schauen Sie auch viel bei an, auf was stehst? Als er rausgeht aus dem Haus, da trifft er sein Späßchen den kleinen Edi. Was ist Adi? Das geht ins Wirtshaus, aber ein Schlafsaal? Nein, heute geht's ins Kino, nachher auf den Schlumpf vielleicht. Alter, vierte und voll nicht. Wo er mit der Straßenbau an auf die frisch putzten Schuhe steigt, greift ein Gas. Erst schwindlich ein Grobe von meinen Schuhe-Tanischer Gruppenzwerg. Da der andere ein kleiner ist, so ein richtiges Hebel, holt er die Duschen und schleicht sie. Dein Kinder steigt auch dein Bett aus, kommt ins Foyer, wo die Kassen sind, da trifft er eine Frau aus seinem Haus und sagt, na, Frau Nachbarin, Sie wollen nicht den Fünfer, der ist aber nicht jugendfrei. Aber gehen Sie, Herr Nachbar, Sie wissen aber schon, dass ich über 18 bin. Der alte Bert ganz charmeur, na wenn man sich anschaut, ist das nicht zum Glauben, so ein Jung und Fest schauen Sie uns. Wollen Sie mir vielleicht in die Söberei sitzen mit mir? War nicht schlecht, wenn Sie den Film miteinander anschauen denken. Nein, das geht nicht, mein Freund kommt einer her. Na, dann muss bleiben rutschen, tut der alte Bert und dreht sich um und geht zur Kasse. Andere Fußfreie, geht in der Mitte, andere nicht mehr, aber in der 10. Reihe hätte ich noch was. Der Adalbert wird noch gut aufgeregt, sagt, na gut, kann man nichts machen. Hoch, wir sitzen nicht wieder so ein langer Rundatsch bei mir. Er zahlt, kauft sich ein Programm, und dann Schokolade und wollte es aufmachen. Ah, da kommt schon der Kartenreißer, macht die Tür auf zum Kino. Der schöne Adalbert geht zu seiner Reihe, sucht seinen Sitzplatz und was sieht er da? Du sitzt schon wieder. Der Adi sagt ganz freundlich, erst Freund und sechsten Rester. Du sitzt auf einem Platz, lässt dich autonomisieren. Sagt der andere, erst wir reden mit dir, wer glaubst denn, wer du bist? Ich bin der Adi, wenn es recht ist, und ich schlecht auf den richtigen Platz. Sonst geht er im Krank und dann wird es finster für dich, weil du die Augen zu machen musst. Ist das verstanden? Ein bisschen einschüchtert geht der andere weg, nur mit der Position aller, verholt sich aber ruhig. Der Film fällt auf, finster wird es, und der Adi sieht nichts. Warum? Na, weil von ihm ein Wölfsbrot hockt mit einem großen Hut oder sowas ähnliches. Da sagt der Adi, liebe Frau, gibst du das Wogen, das kann ich mir blutzen. Das sieht doch nichts. Die Frau sagt, die Frau, meinst du, das ist ein teurer Hut, der hat viel Kost, schau, es fällt auf der Seite vorbei. Die Adi steigt die Ode an mir Kabel aus dem Hals. Was, das soll ein Hut sein? Da braucht man wohl viel Fantasie dazu. Aber ich verstehe schon, warum sie so einen Hut zum Deckel aufhaben. Damit er nicht in der Vogel aufliegt. Ich glaube, das muss ein Ohrer sein. Wenn sie haben einen Decker, gehen sie wirklich das Ohrer mit Ohrer oder ich mache es selber. Das ist ein Zwingungen, sind sie nicht, das sehe ich schon, sagt die entrüstete Frau. Aber bei so einem schon pssst, machen, gibt sie die Teilung gut oben. Dafür sitzt vor ihr langsfühlend und der Adi sieht noch immer nichts. Da gibt der Adi auf, so die Römer alle ihn raffen. Wuselt sie aus der Reihe, steckt dabei und Freundin auf die Zechen. Kannst du eins aber von mir jetzt so auf den Fuß suchen? Der Adi ganz charmant. Dann zieht deine Kaukau-Spule ein, sonst kommen wir nicht dabei, Freundin, bunzen Stricker. Der schöne Adalbert geht verärgert aus dem Kino raus, er ist der Lust, die Lust auf den Schwung verbannen. Er wird ins Wirtshaus gehen zu seiner Spezie und sein Auto um, zu einem richtigen Spül. Hoffentlich tot, dann kann er wieder filmen, dann kommt er zu mir sehen, was er hasrennt, der Adi.
Vielleicht wird es nächsten Samstag was mit dem Kino. Und noch ein paar Fördern, schaut euch mal die Schenkelte Wiesel wie ein Filmschauspielerin aus. Also ein Nüchterner, der das nicht aushalten. Also Prost, Charlie, gib mir nur vier. Das ist ja ein Ding, der wäre jetzt schon ganz K.O. verloren. So. Ja, jetzt bin ich mit Fleischprogrammieren noch nicht ganz. Das ist ein Gedicht, so wie der Mann, wann der Schweinsbrunnen dann so knusprig und dampfert aus dem Rohr haken, mit einer gescheiten, krachenden Krusten auf. Und dazu ein warmer Kreuzerhof. Und der Luisierige Gnädel. Und so ein Obischwamm, der Gnädel frischen Most aus dem Fassel, versteht sie. Du Luki, sag ich dir, da geht einfach nichts drüber, sag ich dir. Gar nichts. Aber das ist jetzt nichts gegen deinen Beruf, sage ich. Hut ab, Luki, sage ich wirklich, Hut ab. Nun hätte ich mir gedacht, dass das so kompliziert ist, das Fleischprogrammieren. Nicht daran interessiert mich jetzt du noch. Kann man das eigentlich auch für andere Fleischsorten? Für Hände zum Beispiel? So, das war das. Das andere ist ein Text aus der Zeit, wo ich noch vollgeschrieben, ganz außer Atem vom Lachen, jetzt vor den zwei. Ja, wie im Schulzschlag kommen wir als vollgeschrieben. Kurz bevor ich aufgehört habe. Wie ich endlich bei der Schule einparkt habe, haben die Kinder von der Nachbarklasse vom Fenster angelacht, bis wir so traurig aussteigen gesehen haben. Ja, die Ehe kennen schon, der war schon im Morgenstern, ne? Schon wieder ist er zu spät, wenn es zur Lehrerin gesagt hat, weil sie nur lange du in die Scheiben ausschaut, gelacht hat und recht auffällig auf ihr Uhr geschaut. Ich renne auf für das Lehrerzimmer geschwind und handle damit mit Direktorin her, schwimme fast die Stiefel und aus dem Handlauer und stehe schon drin an der Klasse bei meinen Kindern. Sie haben die dann aufgehört. Alles so haben sie einfach für einen Platz gekommen. Und meine wichtigste Dekarin hat sogar schon angefangen gehabt, die Rechenhausübungen zu kontrollieren. Wir haben zwei Lehrerin und alle haben so einen Mordsrespekt gehabt von ihr. Ich hab da, wie man nichts war, und da war ich meine Sachen auf dem Katheder ausgepackt haben, hat Karin Brandmeier kontrolliert, ohne da ich so gehen müssen. Da kann keiner nichts sagen. Gut angerichtet haben sie gegen meine Geschwindkinder. Und gewinnt haben das Freude auch gewinnt, dass der Lehrer öfter ein Mensch spucken. Fertig, wo Karin gesagt hat, Ruhe hat aufgekommen, die Waffen rutschen, ist dran und ich weiß, ich schon das Klassenbuch eintragen und der Ruhe hat die Fusche aufgemacht. Dann schon Karin, so wie super, habe ich gesagt, willst du nur ein Mensch nicht mehr rein so. Sie hat die Klasse da reingekommen, Karin. Und keins hat sich aufgetraut, weil Karin prüft hat. Und auch, dass die neuen oder anderen eine kleine Rüge erteilt hat, haben das sie ohne Widerspruch gefallen lassen. Ich war dabei, in meiner Marken abgeschaut, was wir eben heute durchnehmen werden im Unterricht. Das habe ich aber erst in der Früh getan. Da bin ich dann auch wieder erstaunt worden, dass es nicht schlecht gewesen war. Wenn ich wieder Zeug vorbereitet hätte, da bin ich jetzt zum Anschauen an Unterrichtsmaterial, was an der Lehrerbildungsanstalt gesagt haben, ein paar Kastanien oder Rauchkatzen ausgestopft oder ein Bulldoze aus dem Naturgeschichtekammerl. Ich gebe es zu, da ist nicht recht gut in Anspruch genommen, ob die Lehrmittel sind und wo es ein Arbeitsblatt ist. Das haben sie höchstens von einem nicht Geschwister aus den anderen Klassen gewesen, meine Schüler. Aber dafür bin ich am Meister geworden, nicht provisieren. Und Zeichner habe ich auch gut und schnell können an der Schultafel. Und so ist mein Unterricht mit dem Rhein wahrscheinlich ein viel schlechter gewesen wie der von meinen Kollegen. Und ich bin da auch recht lustig. Oder mit der Robert. Er hat eben zwar so große, vielsterne Schneidezähne gehabt. Und er halt der vier Wochen müssen wir in den Nachkatzel reinschauen. Und dann hat er ein paar Sachen natürlich krass gemacht, dass auf dem buschigen Nuff und Schulwart, den er sich hinter das Schwarf hingehabt hat, ganz Grabauer gekommen ist vor lauter Staub. Das hat er gefallen, die Kinder. Und wenn ich ihn nicht versprochen hätte, dass er da durchstehend alles so ein Nachkatzel spielen dürfen, hätten sie keine Rühren immer geben, bis das nicht
empfohlen wurden, Notre Dame Kino waren und dies List Staubkernlauer beidet hätten aus dem Graufwindeln. Wo? Ich meine nicht auf, sonst wäre ich umgekehrt. Und